Der Ehrenpreis wird zum 7. Mal vergeben. Wie viel Geld wurde eigentlich in all den Jahren eingesammelt und weitergereicht? Ja, in der Regel, ich sag mal, zwischen 20.000 und 25.000 Euro im Jahr. Wir sind mittlerweile bei einer Gesamtsumme von über 200.000 Euro, die wir haben einsammeln können und die wir entsprechenden Organisationen, Stiftungen im Gesundheitsbereich zur Verfügung haben stellen können. Also Gesamtsumme nochmal? Jetzt im Moment liegen wir bei 210.000 Euro in Summe und mit jeder Aktivität. 210.000 Euro, meine Damen und Herren, lassen Sie uns das einen kleinen Applaus wert sein. Dankeschön. Euro, das ist wichtiges Geld, das weitergereicht wird. Woher stammen diese Spenden in erster Linie? Gut, in den ersten Jahren, vor allem durch die Unterstützung der pharmazeutischen Industrie, die ich immer wieder eingeladen habe, diesen Ehrenpreis mit zu unterstützen. Aber seit geraumer Zeit unterstützen auch Deutschlands Ärzte, spenden ihre Honorare für ärztliche Leistungen, die sie erbringen. Spenden sie für den Ehrenpreis und so wächst die Summe und das Engagement ständig und stetig. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage des Abends. Wer bekommt in diesem Jahr den Ehrenpreis? Ja, ich habe das ja schon angekündigt. Dieses Jahr ist der Preis gegangen an die Deutsche Herzstiftung, an die Organisation, an die größte Organisation in Deutschland, die sich auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen diesem Gebiet widmet. Die Deutsche Herzstiftung beschäftigt sich mit einer vitalen Indikation, hilft Leben zu retten. Es gibt immer noch jährlich, wenn ich richtig informiert bin, 50.000 Menschen, die daran versterben, weil sie nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute Herrn Professor Thomas Meinertz zu begrüßen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes dieser Patientenorganisation. Herr Meinertz, meine Frage, die sich mir natürlich stellt, sofort, was bedeutet das, heute den Ehrenpreis entgegennehmen zu können? Ja, zunächst möchte ich mich im Namen der 70.000 Mitglieder unserer Organisation, des Vorstandes, ganz herzlich bedanken. Der Preis war für uns eine Überraschung oder war eine Freude? Lassen Sie mich sagen, warum Überraschung? Die Deutsche Herzstiftung hat ja ein ambivalentes Verhältnis zur pharmazeutischen Industrie. Vielleicht hat sie vergessen, und das kann man nachlesen, dass die pharmazeutische Industrie vor mehr als einem Vierteljahrhundert geholfen hat, sie überhaupt zum Leben zu bringen. Danach hat man sich aber entschieden, und auch aus guten Gründen, den Kontakt nicht zu eng werden zu lassen, weil die Herzstiftung unabhängig bleiben wollte. Wenn man viel nimmt von jemand anderem, erwartet der Betreffende auch etwas. Und das bei der pharmazeutischen Industrie nicht anders, wie sonst auch. Wir leben von den Mitgliedsbeiträgen und wir leben von Spenden, von Mitgliedern und von Testamenten und so weiter. Das war für uns in diesem Verhältnis eine besondere Freude, dass eine Institution, mit der wir keinen so engen Kontakt haben, wo wir große Hochachtung haben, was dort gemacht wird, wir haben es heute Abend wieder gesehen, und geleistet wird, aber versuchen, das Verhältnis zu den Patienten selbst zu gestalten und diese Gefahr, dass die pharmazeutische Industrie direkt auf die Patienten einwirkt, zu vermeiden. Weil viele Patienten unkritisch sind. Das wollen wir filtern. Und wir filtern es positiv und negativ für die pharmazeutische Industrie, wie wir denken, nach Fachmeinung. Letztlich im Sinne, dass die Innovation gewürdigt wird und wir setzen auch bei den Politikern durch, dass neue Medikamente für die Herzkranken auf den Markt kommen. Und zwar ganz energisch, ohne uns jetzt unterstützen zu lassen. Das ist der Punkt, die Freude, dass ein so neutrales Urteil gefällt wird und dass man sagen kann, die haben das verdient, die setzen sich für die Menschen ein und das ist für uns eher eine Überraschung gewesen. Nur das versteht ja gerade auch der Pharmabarometer als Zeitschrift im Pharmamarkt. Wir verstehen uns als neutrale Organisation. Wir haben begonnen, Spende und Marketing miteinander zu verbinden.
Es gibt einen modernen Begriff dazu, Cause-Related Marketing. Man kann Marketingaktionen, man kann Vertriebsaktionen mit sozialem Engagement unterstützen. Das funktioniert im Pharmabereich und gerade in diesem Bereich besonders. Es ist im Grunde genommen auch wieder ein Stück der Nachhaltigkeit. Mich freut es, dafür setze ich auch meine Energie ein und mich freut es, wenn heute ein symbolischer Scheck an Ihre Organisation übergeben werden kann. Ich hoffe, der bleibt nicht nur symbolisch. Der wird sich real verwandeln. Es sind insgesamt 20.750 Euro zusammengekommen und mir ist eine Freude, die zu übergeben. Vielen herzlichen Dank nochmal im Namen der Mitglieder. Wo setzen wir dieses Geld ein? Das haben wir überlegt und das will ich Ihnen noch konkret sagen. Wir beschäftigen uns sehr mit der Prävention, zunehmend mehr. Früher war das eine Organisation, die nur für die Schwerkranken, Herzklappenpatienten, Herzinfarktpatienten. Heute gehen wir sehr in das Gebiet Prävention durch Lebensstil, aber auch durch Medikamente, wo es nötig ist. Und Lebensstil ist bei Jungen Vermeidung von Rauchen. Und wir versuchen an Schulen, gerade bei den Kindern, Frauen, jungen Frauen, eine enorme Zunahme des Rauchens, da ist es weniger bekannt, das zu verhindern und zu vermeiden mit gezielten Aufklärungsaktionen. Und das Geld wollen wir dafür verwenden.